befreit von allen meinen psychischen Erkrankungen. Das ist eine Sache, die ist innerhalb von 2 Monaten passiert. Ja, das ist halt wild. Und ich habe es nicht geschafft, von meinen Drogen runterzukommen. Das war nur Jesus. Das verdanke ich Jesus. Das war nicht ich. Das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Ja, so, ich habe das mit keiner spirituellen Lehre geschafft. Komm schon, Jungs. Jesus ist real, Mann. Ihr könnt ihn kennenlernen. Why hast du Tattoos, wenn du gläubig bist? Achte nicht so auf das Aussehen von anderen Menschen. Ja, ich kann auch gläubig sein mit Tattoos. Glaub mal. Lass dir doch noch Jesus auf die Stirn tätowieren. Also ihr seid immer so aussehensfokussiert. Wusstet ihr, dass meine Seele zu Jesus gefunden hat und dass das hier nur mein Fleisch ist? Ja, diesen Body, den ich nur benutze, während ich auf der Erde bin. Wenn ich ins Reich der Toten gehe, dann verwese ich, ja? Dann bleibt nur noch meine Seele. Meine Seele, die kann entweder in die Hölle gehen oder in den Himmel. Yes, sir. Ja, das Fleisch ist vergänglich, ja. Deswegen hängt euch nicht so an diesem fleischlichen Aussehen von anderen Menschen auf, ja. Wie kannst du ihn kennenlernen? Das ist eine sehr gute Frage. Connecte dich mit dem Holy Spirit. Wie geht das? Deine Hauptsünden, lass sie für einen Monat. Bete in der Zeit, jeden Tag. Und lese die Bibel. Das sind so die 3 Hauptpunkte, die dich mit dem Holy Spirit connecten. Weil Sünden machen das Gegenteil. Die erzählen dir sogar noch, ey, den Holy Spirit gibt es nicht und sowas alles. Ne? Also so weit kann es ja kommen. So weit kommt es ja auch bei den meisten Leuten. Und dann wirst du ein Spiritual Encounter mit Jesus Christ haben. Das heißt, du wirst ihn kennenlernen. Kein Jeju. Nein, Bro. Genau. Ne? Wenn das dir erstmal in den Kopf kommt, ja, dass Koki deine Hauptsünde ist, dann kein Koki, ja. Ich weiß, es wird schwer sein, aber ich sage dir, nach diesem Monat wird es einfacher mit Jesus an deiner Seite. Weil der Teufel gibt dir nur die Lüge, dass es schwer ist. Yes, sir. Der Teufel sagt dir nur, ey, das ist schwer, damit aufzuhören. Du hast es viel einfacher, wenn du jeden Tag was nimmst, ja. So, das ist eine sehr komplexe Lüge vom Devil. Und der hält dich am Ball, der Devil, ja. Der hält dich am Ball, Monate, ja. Jahre, Jahrzehnte, bis du irgendwann stirbst. Und so lange hat er dich beeinflusst. Ja? So lange hat er dich bei ihm behalten. Ja? So, und das passiert ja bei den meisten Leuten. Ihr seht ja, wie gottlos das momentan ist. Ja? Wo ist Jesus? Habe aufgehört mit Jiffen. Ja, Jiffen, so, reicht nicht, Bro. So, connecte dich mit dem Holy Spirit und schreib Jesus, nicht Jesus. So. Das ist schon mal der Anfang, Bro. Wie soll Jesus sich dir zeigen, wenn du keinen Respekt vor ihm hast? Weißt du, was ich meine? Du musst ihn einladen. Das passiert schon mal nicht mal, indem du seinen Namen extra falsch schreibst. Weißt du, was ich meine, Bro? Ich war abhängig. Ich bin nicht mehr abhängig, Bro. Ich war nach Opiaten, Weed, alles, Bro, ja. So Nikotin und sowas alles. So werde ich nie wieder einen Jay rauchen, wer weiß. Vielleicht werde ich das irgendwann tun. Ich werde es euch auf jeden Fall erzählen. So, man soll auch seine Sünden teilen. Deswegen, ey, ich spreche ja wie ein offenes Buch über meine Sünden, Bro. Ja. So, viele Religionen sagen auch, ja, du sollst deine Sünden für dich behalten. Islam zum Beispiel, ja. So, das ist zerstörerisch, Bro, ja. Du behältst deine Sünden für dich, weißt du, du kannst nicht mit anderen darüber reden, weißt du. Ja, im Islam soll man seine Sünden nicht teilen, ja. Beim Christentum sollst du deine Sünden erzählen, ja. Du musst doch mit jemandem darüber reden, Bro. Komm schon, Jit. Ja? Du musst ein offenes Buch sein. Du bist doch auch ein offenes Buch für Jesus. Der weiß doch auch alles über dich. Warum dann anderen Seelen was verheimlichen, ja? Jesus weiß auch alles, Bro. Wir können das alles teilen, Jit. Come on. Wir können uns gegenseitig damit auch viel wieder helfen und sowas alles. Naja. Und Jesus gibt euch halt die Entscheidung. Geht ihr in den Himmel, geht ihr in die Hölle. Diese Entscheidung. Himmel, Hölle. Ja, ihr habt 2 Entscheidungen. Ihr macht das. Jesus macht nur das Gericht. Jesus steht nur vor euch und teilt euch dann mit, für was ihr euch entschieden habt. Ja, so deep ist es. Okay? Und wenn ihr Gott nicht kennenlernt, dann geht ihr an einen gottlosen Ort. Ist ja sinnvoll. So, ne? Dann geht ihr an den Ort, an alle Leute, die Gott nicht anerkennen wollen. Ja, und das ist eure Entscheidung. An diesen Ort geht ihr. Und das ist alles freiwillig, Bro. Das ist alles freiwillig, ja. Und die Hölle ist unendlich.
Deswegen stellt euch auf die richtige Seite, bevor es zu spät ist. Ja? Schmeiß mal weniger Teile. Ich glaube, du bist ein bisschen zu sehr von meinem Aussehen abgelenkt. Ich habe ja gerade gesagt, ich nehme keine Drogen. Ja? Ich bin clean. Ich bin ein clean Boy und bin gerade in Miami in Florida. Ja? Ich bin clean. Ich stay clean. Yes, sir. Jawohl, Team Hölle, was geht? Ja, genau. Das ist nämlich so, wenn du das sagst. Dann manifestierst du das nämlich, dass du in die Hölle gehst. So easy ist es. Und du darfst das, Bro. Du darfst das. Das ist vollkommen dir überlassen. So, ich rede so wie Jesus. Ich handle so wie Jesus, ja? Nein, ich habe nie Kippen geraucht. Ich habe 11 Bars geraucht. Mache ich aber auch nicht mehr. Das ist Trash. So, ich handle so wie Jesus, ja? Ich teile euch das mit, dass ihr in den Himmel kommt, ja? Und dass es die Hölle gibt, ja? Und wenn ihr euch trotzdem gegen entscheidet, dann war das eure Entscheidung. Yes, sir. Ja, breathe air, auf jeden Fall, ja? Ich weiß nicht, ob es besser ist, die Miami Beach Luft einzuatmen, ja, als zu vapen, ja, das frage ich mich halt auch nochmal so. Aber, ja, air breathen ist auf jeden Fall gut, weil es keine Addiction gibt, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du Jesus so sehr magst? Weil er mich gerettet hat, ja. Und die ganze Welt hat mich gehasst und er hat trotzdem den Weg in den Himmel gemacht. Ey, es ist so wild, Mann. Es ist echt so wild, ja. Es haben mich tausende Leute gehasst und Jesus, ja, er wollte trotzdem, dass sein Kind in den Himmel kommt, Bro. Es ist einfach passiert. Ich glaube, Jesus, er hat das auch gesehen, ja. So alle treten auf mir rum und so ein Scheiß, ja. Die Realness wird belohnt am Ende. Ich sag's euch, deswegen bleibt einfach real. Die Realness wird belohnt. Ja, Gott liebt reale Leute, ja. Gott liebt auch keine Heuchler, ja. Nach dem Tod, ja. Solange ihr lebt, liebt ihr euch. Aber wenn ihr Heuchler bleibt bis zu eurem Todesende, ey, Bro, ihr geht in die Hölle. So deep ist es. Sage ich Jesus? Nein, ich sage Jesus. Komm schon. Magst du Gott? Ich liebe Gott. Ich liebe Gott, ja. Jesus ist alles. Jesus ist alles. Jesus ist die Wahrheit. Ich wurde gestern konfirmiert. Feier dich richtig. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Yes, sorry. Also ich muss ehrlich sagen, so zu dem Alter, wo man konfirmiert wurde, Bro, ich habe mich schon mies aufs Cash gefreut. So. Also mich hat das schon so eigentlich nicht so hart gejuckt, was da geredet worden ist. Gebe ich ehrlich zu. So, ne? Vielleicht ist das auch einfach so in dem Alter. Aber die Konfirmation, ja, an die habe ich auch oft zurückgedacht. Deswegen, sie hatte auf jeden Fall was Gutes. Da habe ich auch meine Bibel her aus dieser Zeit und sowas alles, ja. So, kommt Zeit, kommt Rat, so sagt man ja. Yes, sir. Okay, früher habe ich es nur wegen Geld gemacht, ja. Haben wir Satanisten hier drin? Kommt rein. Ey, wir reden. Haben wir Satanisten hier drin? Ja. Wir reden, komm. Komm schon, Jits. Komm gerne rein, Bro. Ja, komm gerne rein. Komm, Zeit kommt Rat. Früher wegen Geld, ja. Heute wegen Cash. Heute nicht mehr wegen Cash. Früher wegen Cash, heute wegen Glaube. Ey, Frero, warum schreibst du 666 rein, hä? Das check ich jetzt nicht. Dir ist schon bewusst, Bro, dass du am Oxys poppen bist und so weiter. Also ich vermute es mal, so sieht's auf jeden Fall aus auf Instagram. Denkst du, das ist der Way? Komm schon, Bro. Stell dich auf die Seite von Jesus. Du willst doch nicht in die Hölle gehen, Bro. Ja? BS ist ein gottloser Ort. Okay, er ist clean, dann ist doch gut, aber warum 666? Was halt macht das für einen Sinn, Bro? Was macht das für einen Sinn? Du weißt doch, dass Gott echt ist. Was für 666? Okay, kein Satanist kommt rein, Bro. Kein Satanist kommt rein. Warum kommt kein Satanist rein? Danke, Caroline. Caroline auf jeden Fall auch, macht gute Arbeit. Gottloser, der muss bekehrt werden. Ich bin hier nicht da, um irgendjemanden zu bekehren.
Also vielleicht versteht ihr das irgendwie falsch. So. Leute fühlen sich auch immer angegriffen. So, ey, rede mir nichts ein. Bro, ich bin so wie Jesus. Ich lebe so wie Jesus. Weißt du, was ich meine? Ich gebe euch die Entscheidung. Ich kläre euch nur auf. Ey, wenn ihr Satanisten sein wollt und in die Hölle gehen wollt, ey, ich bin da vollkommen okay mit, Bro. Wenn ihr das wollt, ist das doch vollkommen okay, Mann. Jesus hat euch doch auch diese Entscheidung so gegeben, so wo ihr hingeht. Ich gebe euch die auf, Bro. Ja, ich bekehre hier niemanden. Ja, ich bekehre nicht, ich kläre auf. Ja, und ich bin auch kein Heuchler, Bro. Du lebst wie Jesus, wie anmaßen. Nein, das ist überhaupt nicht anmaßen. Das steht genauso in der Bibel. Ja, ich lebe wie Jesus. So einfach ist es. Ja, ich bin nicht so perfekt wie Jesus, ja. Aber in der Bibel steht sogar, man kann größere Taten vollbringen als Jesus selber zu seinen Lebzeiten als Mensch. Ja, sogar das steht da. Also nenn mich doch nicht anmaßen, Bro. Ich tue nur das, was in der Bibel steht. Bruder, ich bin nicht mal getauft, ich bin Heide. Bro, fragt Jesus, ob er sich dir zeigt. Er wird's machen. Ja. Du musst aber ernsthaft dabei sein, wirklich, ne? Du musst wirklich mal überlegen, okay, ey, es könnte doch was dran sein, dass es Jesus gibt, ja? Überleg mal. Es könnte ja was dran sein. Es gibt 2,4 Milliarden Christen auf der Welt, ja? Es könnte ja was dran sein, dass es Jesus gibt. Ja, dann frag mal nach ihm, er wird sich dir zeigen, Bro. Er wird das machen, ja? Wenn du zu verblendet bist, wird's schwer erstmal, ja? Zu viele Sünden, zu großes Ego, zu vieles das, zu vieles dies, ja? Das kann immer sein. Ne, ja, aber wenn du ernsthaft wirklich mal so wirklich nur einen Monat oder so am Ball bleibst, ey, er wird sich dir zeigen, Bro. Wirklich. Ja, gib nicht auf, steck nicht den Kopf in den Sand. Ich will nicht, der Allvater ist Odin. Odin, Bro, ich muss dir leider sagen, Odin ist ein Dämon. Er ist verkleidet als Gott. Ja, außerdem hat er nur ein Auge. Was heißt ein Auge? Das allsehende Auge. Das kommt vom Devil. Ich wollte auch mein drittes Auge öffnen, ja. Alles, was mit einem Auge zu tun hat, ihr müsst mal drauf achten, Bro. Ja, das ist eine Symbolik, der hat uns der Teufel wie auch Gott gegeben, damit wir auf diesen Trichter kommen, ja. Ein Auge heißt, dass der Devil euch sieht, der hat Einblick in eure Seele, ja. Er sieht euch damit, das ist die Symbolik dahinter. Was ein Hasengespräch. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also das ist auf jeden Fall ein Gespräch über das wichtigste Thema überhaupt. Ja, das ist auch kein Spaß. So, das ist das ewige Schicksal von uns, weil wir sterben nicht. Ja, nur unser Körper stirbt. Ja, das ist kein Cap, Bro, was ich hier rede. Wirklich nicht. Das ist die Wahrheit. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Du hättest niemals so einen großartigen Charakter, wenn du keine Drogen genommen hättest. Das ist eine krasse Aussage, Bro. Das ist eine krasse Aussage. Ich würde sagen, Drogen haben mir auf einer Ebene natürlich gut getan, ja, weil sonst hätte ich sie ja nicht genommen, ja. Es gab ja einen Grund dafür, dass ich Drogen genommen habe. Aber haben sie mich erfüllt? Nein, haben sie nicht. Also wenn ich es weitergemacht hätte, ja, wäre ich immer weiter unglücklicher geworden, ja. Aber man nimmt ja Drugs, ja, weil sie geben einem ja was. Bloß sie geben einem das Falsche, ja, das ist der Devil, ne. Drogen haben mich natürlich auch geformt, ja. So, ich bin immer noch so vergesslich und sowas alles, ja. Ich habe das sehr viele Jahre genommen und so ein Shit. Das hat auf jeden Fall so Schäden hinterlassen, auf jeden Fall, weißt du so. Aber Jesus hat mich geheilt, so. Jesus hat mich da rausgeholt, ja. So, endlich bin ich wieder healthy, unterwegs, gesund, ja. Ich suche nichts mehr, Bro. Ich suche nichts mehr. So, natürlich, Leben geht weiter, man will Dinge haben, so, ne, man will auch noch ein bisschen materielle Dinge haben, ist klar, ist ganz normal, so, weißt du? So, aber ich bin angekommen, Jill, weißt du, was ich meine? Das ist der Way, come on. Okay, man merkt, dass es Schäden hinterlassen hat. Junge, das sagst du mir, Bro? Du sitzt da mit so einer, was ist das, Hello Kitty Mütze, was soll das sein, Buckethead, so mit so Smoke, so voll stoned auf dem Sofa oder so, Bro. Komm, find wieder zu dir, Jit, find wieder zu dir. Bei mir ist hell, weil ich in Miami bin, ja, Miami Beach. Religion ist Opium für das Volk. Also ich rede hier nicht von Religion, Bro, ich rede hier vom Glaube zu Jesus.
Meinung zu Schwarzen, Bro, vergesst mal bitte diese Hautfarbengeschichte, ja. Diese aufgebaute Matrix vom Devil will, dass du eine Position einnimmst, ja. Entweder diese oder diese, so. Entweder diese Politik oder diese Politik, ja. In jedem Bereich. Und alles davon hält dich ab, zu Jesus zu finden. Ja? Alles hält dich davon ab, zu Jesus zu finden. Da steckt überall der Teufel hinter. Zwischen diese Fitna, weißt du? Zwischen diese Hautfarbe-Fitna, ja. Zwischen diese Sexualität-Fitna und so, ja. Zwischen diese Politik-Fitna. Das alles Devil hinter. Der steuert das. Ja, der steuert das. Eine Waldboy? Wald? Hä? Bro, das ist Florida, das ist Miami City. Komm mal, chill out. Ja. Das hat nichts mit Wald zu tun. Ja, ja, redet mal weiter runter auf mich, ja. Redet mal, macht mal weiter so. Ich rede ja nicht auch auf euch runter, weißt du? So, ich sag euch ja, ihr solltet in den Himmel kommen, bitte, ja, damit ihr nicht in die Hölle geht. Na, aber was macht ihr? Was macht ihr? Ihr sagt, ey Bro, du redest Cap, ja, ey, guck mal, wie du aussiehst, ja, guck mal, wer du bist, was du laberst, du hast eine Psychose, du bist krank. Sag ich das über euch? Ich sag einfach nur, jeder sündigt, ja, aber jede Sünde kann auch vergeben werden, ja. Okay, okay. Ich bin auf Vacation, Emma, ja. Ich chill hier. Wo der Sinneswandel, ich hatte einen Spiritual Encounter mit Jesus und habe ihn kennengelernt. Ja, habe ihn kennengelernt einfach, ne? So, er hat sich mir offenbart. So, und ihr könnt das auch machen, ja? Ich habe mich mit dem Koran auseinandergesetzt, ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe mich so viel so unterhalten mit muslimischen Bros, so was die so darüber halten, ja, was so deren Ansichten sind, so, bis ich halt wie immer auf den Entschluss gekommen ist, Jesus ist kein Prophet, sondern Gott, ja, und wenn du Jesus als Propheten kennst, ich bekomme ja Anrufe, du kommst nicht nach Valhalla oder so und sonst was, Bro, ja, ich muss dich leider da aus diesem Zeug da aufwecken oder versuchen, wenigstens dir dazu was zu sagen. Das sind alles Dämonen, die sich verkleiden als Gottheiten, weil es gibt ja nur einen Gott. Ne? Eine Quelle. Von einer Quelle, da gibt es einen Ausgangspunkt. Das ist überall in der Natur so, ja. Und dann kommen mir Religionen mit, wir haben 1 Million Götter. Bro, ich muss euch leider mitteilen, ihr habt 1 Million Demons. Ja. Christian, ich küsse dein Herz, ja, aber du bist auf einer Irrlehre. Frag nach Jesus, dann weißt du, was echt ist. Genau, ein Gott, der bin ich. Und das ist halt auch so eine Sünde, wenn du das nicht aufgibst, daran zu denken, ja, das so mitzuteilen, ja, dann kommst du in die Hölle, weil du bist nicht Gott, das ist Arroganz, ja, das ist die Arroganz, dass du Gott bist. Ich dachte das sogar auch mal, ne, deswegen, ich unterstelle dir hier nichts, irgendwie, ich verurteile dich nicht, aber ich dachte auch mal, dass ich Gott bin, tatsächlich. Ja. In der Spiritualität denken das viele, weil du bist ja in dem Glauben, dass du der Erschaffer deiner Realität bist, dass du manifestierst und so weiter, ja, und wenn du so auf diesem Trichter bist, ja, und der Teufel dir das so vorlügt, so komplex, dann denkst du natürlich, dass du Gott bist, weil du deine Realität bestimmst. Guck mal, Daniela, ich weiß, dass ich dich nerve, aber guck mal, was passiert. Irgendwas lässt sich in diesem Stream, ja, irgendwas lässt sich in diesem Stream und irgendwas sagt dir, ey, so irgendwas ist plausibel daran, auch wenn ich nicht dran glaube, irgendwas könnte plausibel sein. Komm schon, Daniela, schreib mir bitte auf Instagram und alle ihr, die nicht an Jesus glauben und eine Frage zu dem Thema haben, schreibt mir hier auf TikTok Private Messages, ja? Ja, auf jeden Fall Sünden so hat aber jeder, ich sündige noch jeden Tag so, aber so das Hauptzeug habe ich auf jeden Fall rausgenommen. Ich nehme gar keine Pillen, Amigo, ja, ich nehme gar nichts. Ich nehme keinen Alkohol, ich trinke manchmal Wein, habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr. So, ich rauche nicht mehr, ja, ich rauche kein Weed mehr, gar nichts. Gläubig, aber im Gesicht tätowieren, um Realität zu verwischen. Hä? Was für eine Realität verwische ich denn? Ich sitze doch immer noch hier, ob jetzt Farbe in meinem Gesicht ist oder nicht. So, holt mich das aus irgendeiner Realität raus? Nein. So, ich bin nah an die Realität wieder drangekommen. Yes, sir.
Ja, komplett clean. Komplett clean. Ja, natürlich. Clean Boy. Du weißt, was es ist, ja? Cleaner christlicher Boy. Ja. Nothing. Und ihr denkt natürlich, dass ich high bin. Das denkt ihr natürlich alle. Wisst ihr, warum ihr das denkt? Weil ich so voll bin mit dem Holy Spirit, ja? Weil ich strahle wegen dem Holy Spirit. Und ihr denkt, ich strahle wegen der Substanz. Ich strahle vom Leben, Bro. Ja? Was? Man kann so draus sein, man kann so happy sein, so energized, obwohl man keine Drugs nimmt? Wie geht das? Ha? Ich küsse dein Herz. High of life. Genau. Hey, was geht? Alles klar bei euch? Ich wohne nicht in den USA. Schmeiß dir einfach einen Teil. Nein, Bro, tue ich natürlich nicht. Das habe ich früher manchmal getan. Und Linus, ich sag dir, dieses Auge, was du in deinem Namen hast, das ist dämonisch. Das hat dämonischen Ursprung. Bitte frag Gott nach der Wahrheit. Wenn du so ein Auge, so ein blaues, böses Auge hast, schmeiß das entweder in den Müll oder wenn das so größer ist, dann zerschmetter das auf den Boden und dann guck mal, wie du dich fühlst. Dann kauf dir halt ein neues, Bro. Weißt du, was ich meine? Dann musst du halt ein neues kaufen, so. Ist jetzt auch nicht so ewig teuer, so ein Ding. Ne? Aber bevor du das machst, zerschmetter das mal. Manu, das ist dämonisch. Das ist dämonisch. Ich dachte das auch alles mal, ja. Das böse Auge ist dämonisch, weil wir einem Gegenstand Kraft geben, ja. Wir geben diesem Gegenstand Kraft, dass Leute nicht böses Auge auf uns machen sollen, ja. Das beschützt uns davor. Das heißt, wir machen Götzendienst. Ja? Wir geben einer Sache Kraft. Das ist genauso in der Bibel beschrieben. Ne? Der goldene Stier, wir geben ihm Kraft. Da steckt Baal hinter. Ja, ich will gar nicht wissen, wer hinter diesem blauen Auge hintersteckt. Locker auch Baal oder irgendein Demon. Ja? Du gibst einem Gegenstand Kraft und denkst, dass er mehr Power hat als Gott. Ja? Wozu du keinen Gegenstand brauchst. Ich trage nicht mal meine Jesus-Kette, weil die keiner braucht. Ja? So, das ist so die Sache. Also ihr sollt mit dem Holy Spirit connected sein und euch keine Gegenstände, irgendwelche Götzen suchen. Steine, Statuen oder sonstiges, ja. Ja, ich weiß, woher das Auge kommt. Das kommt von den Demons. Das haben die Demons erfunden, dieses Auge. Ne? Und ich dachte das auch mal. Ey, ja, ich war mal auf diesen Lehren mit diesem blauen Auge. Ja, genau, dieses Auge meine ich. Ne? Das ist Cap. Hold up. Hold up, hold up, hold up. Dieses Auge meine ich. Dieses Auge ist Cap. Dieses Auge ist dämonisch. Und ich habe keinen Respekt vor dir, Auge. Ja? Weil du die Leute in die Irre leitest. Du sagst denen, das ist Befreiung. Das sorgt dafür, dass Leute kein böses Auge auf einen machen. Ja? Und so ist der Teufel. Er ist asozial. Er gibt euch sowas, ja? Er gibt euch was Positives angebliches, was dämonischen Hintergrund hat und was euch in Kontrolle hält. Manu, ja, safe. Ich habe auch an Gott geglaubt, als ich auch an dieses Auge geglaubt habe. Bis mir Jesus bei einem Spiritual Encounter endgültig die Augen geöffnet hat und mir auch mitgeteilt hat, dass diese Spiritualität Cap ist, ja. Ehrlich, ne? Gunga, mir läuft es immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich daran glaube. Ja, wenn ich daran denke, was ich geglaubt habe. Weil diese ganzen Spiritualitätslehren, diese ganzen komplexen Lehren, was wir uns da jahrelang ja eingetrichtert haben, das ist alles Cap. Das ist alles Cap. Und Gott ist ja nicht draußen, sondern er ist in uns allen drin. Ja, Gott ist halt überall. Ne? Deswegen, wozu brauchst du noch dein Auge? Das Ding ist, ich glaube an Dämonen, aber nicht an Gott. Wie kommst du dazu, Bro? Ich glaube auch an Dämonen. Aber ich glaube auch an Gott. Weil wenn du an den richtigen Gott glaubst, dann weißt du auch, dass es Dämonen gibt. Ja. Jetzt ist es nur noch die Frage, auf welche Seite du dich stellst. Auf die Seite von Gott, von Jesus oder auf die Seite von den Demons. Wenn du auf der Seite von Jesus bist, Bro, mir ist so hundertprozentig bewusst, dass es Demons gibt. Ich habe da keine Angst vor. Weil ich weiß, dass der Holy Spirit auf meiner Seite ist. Willst du einen Löffel? Hab Gutes. Ja, sowas schreiben dann Leute, die so ein blaues Auge im Namen haben und denken, dass sie auf dem richtigen Trichter sind. Bro, ich küsse dein Herz, aber pass auf, was du machst, Mann.
Ja, Manu, du bist da schon auf dem richtigen Trichter. Bloß Jesus, der will dich bei sich haben, ja? So, weil du spirituell zugänglich bist. Und Leute, die spirituell zugänglich sind, die kriegen eine angebliche Lösung von Satan, ja? Und die Lösung ist oft, sich selber zu heilen, ja? Dann wird dir das vorgespielt von Satan, weil Satan hat Angst, dass du zu Jesus findest. Er hat Angst, dass du die Wahrheit rausfindest. Und dann kommt Satan mit seinen komplexen Lehren, weil die Demons sind ja sehr schlau, die sind ja sehr weise und lügen dir vor, ja? Jesus ist ein weißer Mann, das ist nicht Teil meines Weges. Manu, erstens war Jesus schwarz, ja? Und zweitens, es ist völlig egal, welche Hautfarbe er hat. Er ist Gott. Er ist doch nur auf Bildern, auf westlichen Bildern ist er weiß. Jesus war schwarz. Wen juckt's aber, welche Hautfarbe jemand hat? Ja, Jesus ist Gott. Wir sind in unserem Holy Spirit, sind wir alle gleich, ja? Und Körper vergehen. Das westliche Bild hat einen weißen Jesus gemacht. Jesus war tatsächlich schwarz, weil der kommt ja nicht irgendwie aus Germany oder so. Ja? Yes, sir. Satan ist dein Ego, ihr checkt alle nicht. Manu, das dachte ich doch auch alles. Ja? Das dachte ich doch auch alles. Ja, dass Satan Ego ist. Und dass Jesus eine Metapher für die Sonne ist, für das Licht und so. Ja, dass das alles Metaphern sind. Ey, das ist alles so komplex. Ja, es ist viel einfacher für dich, an Jesus zu glauben. Das ist die Wahrheit. Und Satan, der macht diese ganze Sache extremst kompliziert. Aber es ist auch verwirrend, weißt du? Das ist alles irgendwo plausibel, aber es ist dermaßen verwirrend. Ja? Komm schon, ich habe das alles mal geglaubt. Satan ist dein Ego, Jesus ist Licht, Jesus ist eine Metapher einfach nur für das und das. Das ist alles Cap, Manu, wirklich. Bitte Jesus, dass er sich dir zeigt. Er wird es machen, ja? Und so, dass du sagst, ja, ich möchte nicht an einen weißen Mann glauben und so. Erstens, er war nicht weiß und zweitens, das, genau das hält dich ab, solche Gedankengänge zu Jesus zu finden. Ja, klar war Jesus schwarz, aber es juckt halt auch gar keinen, welche Hautfarbe er hatte eigentlich. Ich habe mit Shaitan gesprochen. Ja, ich auch, Bruder. Ich habe auch mit Shaitan gesprochen. Ja, ist nicht gut. Weil dann kommen seine Lügen, ja. Dann will Satan, will dich haben als Liebling. Der sagt, Jesus war schwarz. Ja, Jesus war auch schwarz, aber wen juckt's? Ach so, er schreibt, ach so, Jesus kam aus Afrika. Ja, Mann, nur Leute aus Afrika sind schwarz, Bro. Du hast es erkannt. Ey. Okay, wir kommen wieder runter, ja. Wir kommen wieder runter. Okay, also willst du mir sagen, Voodoo, böse, weil meine Kultur sagt was anderes, ja? Voodoo ist vom Devil, ja? Und der Devil hat dich belogen, dass Voodoo etwas Gutes ist. Ey, ich könnte wetten, du dachtest mal als Kind, Voodoo ist böse, als du das in irgendeinem Film gesehen hast. Ich könnte es wetten, ja? Komm schon, uns wird vom Devil eingetrichtert, dass Hexe sein und Witchcraft und Voodoo gut ist. Ich dachte diese Illusion doch auch mal, Mann. Manu, komm bitte aus dieser Illusion raus. Nein, Birgi, Jesus ist kein Prophet, Jesus ist Gott. Ne? Wenn man Jesus als Propheten kennenlernt, dann kann er einen nicht saven. Ne? Dann kannst du nicht durch ihn in den Himmel kommen. Ja? Was für Jesus, Bro, du sagst, hä, um schwarz zu sein, muss man aus Afrika kommen. Entweder, ich weiß nicht, Bro, bist du jung oder so? Dann verstehe ich ja, dass du denkst, aber... Ey, Bro, die Sache ist, Jesus war schwarz, also... es juckt halt auch gar nicht, was für eine Hautfarbe Jesus hatte. Jesus war schwarz, aber es juckt einfach gar keinen, einfach. Und diese ganze Hautfarbe-Geschichte, die ist erfunden von uns Menschen, dass wir uns gegenseitig so anbiefen. Okay, meine Mutter macht Voodoo, ich mache Voodoo. Das ist nicht direkt böse und vom Teufel. Tatsächlich schon, Manu. Guck mal, geh doch mal auf diese Voodoo-Sache zu und sag mal, Jesus, zeig mir mal die Wahrheit über diese ganzen Sachen, ja? Nimm mal irgendwie, was weiß ich, was man da hat, Voodoo-Puppe oder sonstige Sachen, ja? Irgendwelche Gegenstände, Voodoo-Gegenstände. Sag mal, Jesus, bitte, ja, wenn es dich gibt, zeig mir mal bitte diesen Ursprung von diesen Dingen.
Und ich habe auch an viel geglaubt, ja. Ich habe auch an die ganzen ancient Gottheiten aus Ägypten und so geglaubt, ja. So, bis mir Jesus während eines Spiritual Encounters, weil ich nach ihm gefragt habe, die Wahrheit gezeigt habe. Und ich sag dir, ja, das ist klarer als das dritte Auge zu öffnen, zu Jesus zu finden. Ja, so wild ist das. Ja, ich habe eine normale Braka, ich habe eine Skinny Jeans tatsächlich an. Ja, aber ist auch normale Hose. Jesus war definitiv kein weißer Norddeutscher, aber wie egal ist bitte die Hautfarbe. Genau, ja. Jesus war nicht weiß, Jesus war schwarz, aber es juckt auch am Ende des Tages nicht, weil Jesus ist Gott und wir lieben Jesus und Jesus ist in die Form von einem Menschen gegangen, deswegen ist Hautfarbe absolut völlig egal. Ach so, Bro, True Religion, ich habe dir noch nicht auf Instagram geantwortet. Sorry, wenn ich euch nicht antworte, ja, wir besprechen aber ja auch hier viel. Hier könnt ihr ja auch viel Fragen stellen und so weiter. Ich küsse euer Herz, ja. Ich glaube, du bist Jesus. Yes, Sir. Nein, Bro, ich bin tatsächlich nicht Jesus. Ja, weil Jesus ist Gott. Ich bin nicht Gott. Ich habe den Holy Spirit aber in mir, so wie jeder. Ja, genau. Also Jesus lebt so, sozusagen in mir, wie in dir, wie in uns allen. Yes, Sir. Okay, ich habe so oft mit Dämonen zu tun, aber mit Jesus, Gott, whatever, mit ihm habe ich nicht so viel. Ja, Bro, weil die Dämonen natürlich auch perfekt diese Wahrheit dann verschleiern können, ne? Wenn du auf der Seite von den Dämonen bist. Dämonen sind natürlich schlau, ne? Aber du sagst, du glaubst an Dämonen, aber nicht an Gott. Aber wer hat diese Dämonen erschaffen? Die kommen ja nicht von nirgendwo, ne? So, wer erschafft Gut und Böse? Dämonen sind ja böse, das ist ja das reine Böse, daher kommt Böse sein, ne? Bin neu hier, daher frage, glaubt ihr, dass er nochmal wiederkommt? Ja, safe, Birgi, ja. Jesus wird wiederkommen und wann es passieren wird, weiß man nicht, ja. Er gibt uns aber Zeit, deswegen ist er auch noch nicht wiedergekommen, weil er will noch, dass jeder zu Jesus findet. Und es passiert momentan so viel, ja, und Jesus wird da kommen, so auf so einer Wolke, ja. So wird er kommen. Okay, Voodoo ist viel länger hier als das Christentum. Das ist der Colonizer in dir. Guck mal, du denkst, weil ich weiß bin, bin ich irgendein Colonizer. Das ist schon mal das Hauptproblem, ja? Wir müssen diese Hautfarbendiskussion erstmal hinter uns lassen, ja? Wir müssen das hinter uns lassen, ja? Guck mal, das ist die Sache, Manu, das ist krass. Du sagst, wenn dein drittes Auge wirklich offen wäre, dann würdest du checken, dass Voodoo nicht böse ist. Ich habe 4 Jahre lang meditiert. Ich habe 4 Jahre lang mich so ernährt, dass alles entkalkt wird in meinem Kopf, was nur geht, ja. Nicht mal Leitungswasser getrunken und so weiter, ja. CMOS gegessen, alles Mögliche. Und ich war kurz davor, mein drittes Auge zu öffnen. Ich war gerade in der Chakra-Meditation, wo ich das klare Gefühl hatte, dass sich dadurch mein drittes Auge öffnen wird. Weil ich auch schon so ein richtiges Stechen im Kleinhirn gefühlt habe, ja. Das hat pulsiert, das wollte offen sein. Weißt du, was ich meine? So, dann habe ich einen Demon gesehen. Ja, und das hat sich auf einmal ganz, ganz komisch angefühlt, ja. Ich habe die Augen aufgemacht, ich habe nach Jesus gefragt. Ich habe sofort unterbrochen. 3 Wochen später bin ich Jesus begegnet. Voodoo ist auch nicht für dich gedacht, lol, das ist African Culture, Kollege, du hast null Ahnung. Manu, sag mal, merkst du nicht, was du redest? Du setzt Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß, obwohl wir alles eine Rasse sind. Ja? Weil ich weiß bin, kann ich kein Voodoo machen. Guess what? Ich habe Witchcraft gemacht, obwohl ich weiß bin. Krass, oder? Das geht. Das ist trotzdem falsch. Ja? Komm schon. Bruder, ich sage dir hier, wie ich jetzt hier sitze, Ken, ja. Ich sage dir so, wie ich jetzt hier sitze, ja. LSD kommt von den Demons. Und das war das Letzte, woran ich geglaubt habe, aus dieser spirituellen Ebene, weil LSD wirklich so krass real ist, ja.
So, es ist real, ja, aber es kommt von den Demons. Ja, und es macht dich offen. Für wen musst du offen sein, wenn die Quelle Jesus Christus alles über dich weiß? Pilze auch, ja. Du gehst nicht direkt in die Hölle, ja, wenn du Pilze nimmst, ja, dann gehst du nicht direkt in die Hölle. Bloß diese wirkliche Wahrheit, die ja Jesus ist, die wird dir immer weiter verschleiert, ja. Die wird dir immer weiter verschleiert. Du nimmst noch ein Acid-Tab, ja. Du denkst noch mehr an diese Realität. Das sind Drogen am Ende des Tages, ja. Wir können uns das alles schönreden. Ja, das sind ja bewusstseinserweiternde Substanzen, sind es auch. Aber das sind Drogen, die dich öffnen. Die dich öffnen, obwohl Jesus alles über dich weiß. Also für wen öffnen sie dich? Für die Demons. Das gleiche Prinzip, wenn du traumatisch belastet bist. In deiner Seele ist eine Wunde, da hat sich was geöffnet. Das heißt, Demons konnten rein, ja, und sind da geblieben. Die sind sozusagen zu dir gewachsen, ja. Und hier Dingens, Manu, das hat einen Grund, dass du hier in diesem Livestream bist, Mann. Ja. Das hat einen Grund, dass du hier in diesem Livestream bist. Weil du hast das, ich könnte wetten, du hast das vorher noch nicht gehört, so wie ich das gesagt habe. Weißt du, woher ich das weiß? Weil ich das 4 Jahre lang nicht gehört habe und jetzt höre ich das an jeder Ecke. Der Devil, der hat mich davon abgehalten, von der wahren Wahrheit. Und die Lüge ist Spiritualität, Mann. Ja, das ist die Lüge. Bei mir ist hell, weil ich in Miami Beach bin, Bro. Yes, sir. Du weißt doch, was es ist, ja. Jesus war doch nicht der erste homosexuelle Mann, Bro. Jesus ist Gott und ja, Jesus hatte auch ja keinen Sex. Auch erst recht nicht außerhalb der Ehe, weil er hatte ja auch keine Frau und so, ja. So, oder hat er eine Frau? Nee, er hatte keine Frau. Aber solange er keine Frau hat, ja, hat er eh nicht Sex, weil Jesus hat nicht gesündigt. Doch, Jesus ist tatsächlich Gott, ja. Bist du nicht der Klontyp? Was ist Klontyp? Ich bin ein Lamb, Bro. Ja, Keno, Jesus ist Gott tatsächlich. Ja. Und jeder kennt Jesus, ihr kennt ihn als geschichtliche Figur, ja, ihr kennt ihn alle als Propheten. Nur Leute, die einen Glauben zu Jesus haben, die kennen ihn als Gott, ja. Die lernen ihn als Gott kennen, der Gott, der für euch gestorben ist, der in die menschliche Form reingegangen ist, der für eure Sünden gestorben ist, ja. So lernt ihr den richtigen Gott kennen. Und ich kann nicht zu Allah kommen, weil Jesus mich gerettet hat und Jesus die Wahrheit ist, ja. Deswegen sitze ich hier. Wann machen wir God is Great Track? Wir müssen God is Great Track machen, Bro. Yes, sir. Ey, hast du Type Beats, Bro? Ich gehe bald wieder in die Booth auf jeden Fall. Ich musste eine ganze EP droppen tatsächlich, weil, ja, weil ich nur Demon Shit gerappt habe halt, ne? Was bist du denn? Bist du die Seele oder der Körper? Eine Frage. Ich bin eine Seele, die diesen Körper besetzt sozusagen und benutzt, während ich hier lebe, damit ich hier essen kann, ja, damit ich hier laufen kann, in dieser, ja, Fake-Realität, in die ich von Gott halt reingesetzt wurde, weil das ist ja zwar die Erde, aber das ist ja so ein Testgelände einfach, weißt du, wo du getestet wirst, ja. So deep ist es ja. Also ich bin auf jeden Fall halt die Seele, ja. Der Spirit und ich bin gerade im ja in einem Körper. Was geht? Hallo, alles klar? Wenn Jesus nicht homosexuell ist, warum ist er dann in mir? In dir können auf jeden Fall auch Demons sein, die dir das vorlügen, Bro. Ja, dass Jesus irgendwie homosexuell ist. Also das steht ja nicht in der Bibel. Ja. Nein, Keno, das ist die Wahrheit. Die einzige Wahrheit, um ins ewige Himmelreich zu kommen. Wer zu sehr in der Welt lebt, der sieht die Wahrheit nicht. Ich sag dir, wie es ist. Ja. Ich bin dir ehrlich, ich bin in Miami Beach gerade. Ja. Muss ich hier feiern gehen?
mit Demon Hose? Nein. Muss ich hier Liquor trinken und lit sein und in Clubs gehen? Nein. Ja. Muss ich hier den ganzen Tag Gucci und Prada shoppen? Nein. Ich muss nur mit dem Holy Spirit connected sein, dann bin ich glücklich. Und den Rest, den man macht, ey, ihr müsst es doch zugeben, das ist suchen. Suchen, aber nicht finden. Was sucht ihr denn noch? Wenn ihr ja auf dem richtigen Trichter seid, wenn ihr nicht Jesus gefunden habt, warum sucht ihr? Seid ihr eine Sekte? Ernst gemeinte Frage, no front. Nein, Birgi, wir sind keine Sekte. Ne? Wenn ich ja Sektenführer oder was weiß ich sein sollte, dann würde ich mich ja irgendwie auch über Leute stellen, ja? Und auch eine andere Wahrheit predigen, die nicht so im Evangelium ist. Aber ich predige ja das Evangelium. Ne? Und ich bin genauso viel wert wie ihr alle, Mann. Ich bin kein Sektenführer. Ja? Ich verkündige nur Fakten aus dem Evangelium, die frohe Botschaft und eigene Erfahrung. Und die Dinge, die ich noch nicht weiß, die thematisiere ich noch nicht. Yes, sir. Ihr wisst, was es ist. Ja, das sind die Fakten, Bro, ja. Das sind Fakten. Das sind Fakten aus der Bibel. Und die Bibel ist echt. Lies doch mal das Neue Testament. Ja, ich war schon immer offiziell evangelisch, aber egal, ob ich evangelisch oder katholisch bin, also ich verkündige das Evangelium, ja. Also ich verkündige die frohe Botschaft. Ich bin in einer Beziehung mit Jesus. Ich habe eine Connection mit Jesus, ja, und das ist die Wahrheit. Ja, lasst euch da nicht immer so krass von ablenken, auch wenn das schön und gut ist, dass man eine Religion so hat, ne, die zu Jesus führt. Das ist ja super, ne. So durch eine Religion finden ja viele zu Jesus. Aber die Ungläubigen schreckt genau das ab, weil sie Religion dann mit, ja, Vergewaltigung oder irgendeiner Scheiße vergleichen, die vom Devil kommt. Ey, komm schon, Mann. Ja, fokussiert euch nicht so, ah, bist du evangelisch, bist du katholisch, vertrittst du die katholische Kirche, vertrittst du das und das, ja, versteift euch da nicht zu sehr drauf, ja. Kümmert euch lieber um die Beziehung zu Jesus. Stolz? Nein, auf keinen Fall bin ich stolz. Stolz ist eine Todsünde, ja. Pride ist eine Sünde, ja. Ich bin, ja, darf ich das so ausdrücken? Ich bin stolz darauf, dass Jesus mich gerettet hat. So. Aber was ich hier mache oder so, ja, bin ich nicht stolz drauf. Gay Pride, Doppelsünde. Ja, so deep ist es, ja. Pride ist eine Sünde in einem Buch, was tausende von Jahre alt ist. Und diese ganzen Demon-Jits, die sich auch so verkleiden wie der Teufel, nennen den ganzen Shit auch noch Pride. Leute, wacht bitte auf oder ihr kommt in die Hölle. Ich muss es euch so klar sagen, Mann. Ja, ich liebe euch, genauso wie Jesus das tut. Aber ich liebe es nicht, dass ihr in die Hölle geht mit euren Wegen. Das liebe ich auf keinen Fall, Mann. Ja, und das darf ich auch nicht lieben. Du bist nicht Sünde, du hast nur Sünden. Ich habe auch Sünden, Nika. Nein, ich bin noch nicht vegan. Bin ich noch nicht. Ja. Ich überlege, so weniger Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch, ja. Was hast du gesagt? Ja, Sünde, ja, ich bin die Sünde. Du bist nicht die Sünde, wir haben alle Sünde. Das ist nicht schlimm, ja. Die werden ja deine Sünden vergeben, ja. Dir ist ja auch alles erlaubt. Bloß, es kann nicht viel von Jesus abbringen. Und das passiert ja bei den meisten Leuten, wie ihr seht. Ich war nicht kein Satanist, nein. Und wir gehen nicht in die Hölle, also ich gehe safe nicht in die Hölle, ja. Wenn du das so aussprichst, dass du in die Hölle gehst, dann gehst du natürlich in die Hölle, weißt du? Wenn du aber zu Jesus findest, ja, den Holy Spirit anerkennst, ja, so wie er auch richtig ist, ja, dann kommt ins ewige Himmelreich. Jesus ist trans. Ich weiß nicht, also sagt ihr das aus Provokation, weil ihr provoziert mich ja nicht damit. Ich werde einfach nur traurig, dass ihr in die Hölle kommt mit so einem Wissen. Ja. Wenn ihr das beibehaltet, natürlich. Euch wird ja vergeben. Egal, was ihr macht. Das ist ja so wild. Ihr könnt ja sogar jemanden getötet haben. Das wird euch vergeben. Ja. Bloß wenn ihr dieses Mindset habt, ja, auch wenn ihr gute Menschen seid, ihr kommt in die Hölle. Keine, ich schwöre sogar, keine Kirche, so irgendwie evangelische, irgendwas, ja, irgendwie Schulunterricht oder so.
So, natürlich reden die das nicht so klar aus, weil die wollen ja keine Gefühle verletzen, ja. Ich bin hier nicht, ich sitze hier nicht für eure Gefühle, ja, um auf eure Gefühle Rücksicht zu nehmen, ja. Oder um nicht eure Gefühle zu verletzen, sondern um euch die Wahrheit mitzuteilen, damit ihr das begreift, ja. Tiere essen ist auf jeden Fall falsch. Ich küsse dein Herz, ja. Tiere essen ist aber erlaubt, laut Jesus schon mal, nach dem Neuen Testament, ja. Tiere essen ist erlaubt. Jit ist aus Florida, also jetzt, wo ich hier gerade bin, Florida, Miami, das ist ein Wort, das aus Florida ist, ja. Genau. Nein, das ist keine Perücke, das sind meine Haare. Ja, das sind alles meine Haare. Okay, woher hast du deine Wahrheit? Die Bibel ist ja nicht zeitgemäß und hat Lücken. Das ist nämlich der Punkt. Woher habe ich erstmal die Wahrheit, indem ich Jesus kennengelernt habe, persönlich? So, ne? Jeder kann das. Ich bin nicht besonders, weil ich Jesus kennenlerne. Jeder kann das von euch. Egal, wer ihr seid, jeder kann das. Und so weiß ich ja auch, Gottes Wort ist richtig, wenn ich Jesus kennenlerne. Weißt du, was ich meine? So, und die Bibel hat keine Lücken. Das ist tatsächlich alles echt, ja? Und sie, die Bibel, ist nicht zeitgemäß. Pass auf, da gebe ich dir sogar recht. Warum aber? Weil wir uns von der Wahrheit entfernt haben und diese Welt dem Teufel gehört. Ja, mit diesem ganzen Konsum, mit dem Geld, mit diesem Sexpropaganda und so. Die Welt gehört dem Teufel. Deswegen natürlich ist die Bibel nicht zeitgemäß, aber richtig. Yes, sir, ihr wisst, was es ist. Ihr wisst doch, was es ist, Mann. Es ist so, Mann. Nein, ich bin nicht Jesus, Bro. Chill out. Ich bin doch nicht Gott, Mann. Ich bin so wie du, Mann. Lil M glaubt den Shit wirklich. Ja, natürlich glaube ich den Shit, weil ich Jesus kennengelernt habe. Natürlich glaube ich den Shit und ihr könnt das auch lernen, ja, und glauben. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Das ist eine sehr interessante Frage, die du mir stellst. War es Jesus oder hat ein Dämon sich als Jesus ausgegeben? Ein Dämon, der kann nicht in dieser Erfahrung zu dir kommen, dass er Jesus ist. Sich als Gott zeigen. Dazu ist ein Dämon nicht in der Lage. Dämonen, die können nicht mal dieses Wort Jesus ertragen. Ja? Die können dieses Wort nicht ertragen. Yeshua können die nicht ertragen. Die hassen das Wort. Die hassen das Wort. Ja? Also wenn ihr den Holy Spirit kennenlernt, so wie ich, ihr wisst, dass das euer Erschaffer ist. Weil ich habe ihn ja nicht mit meinen Augen gesehen. Ja? Das geht auch. Ihr könnt davon träumen. Aber ich habe ihn wahrgenommen. Ich wusste direkt, er ist es. Bestes Gefühl ever. Ja, er war es. Ja. Boah, so deep, Mann. Was ist aus deiner Sicht Tiere? Guck mal, ne? Du bist wahrscheinlich jetzt vegan und so, ne? Vielleicht wird dir diese Antwort nicht schmecken, so. Ich check das auch. Bloß Tiere sind für uns da, damit die einen Nutzen haben, ja? Tiere sind toll, wir sollen Acht geben auf Tiere, wir sollen auch Tiere beschützen, ja? Aber Tiere haben halt diese Milch, dieses Fleisch, was uns auch schmeckt und sowas, ja? So, das hat ja irgendeinen Sinn. Und jetzt kommen wir zu der ganz tiefen Frage, haben Tiere eine Seele? Tiere haben keine Seele. Auf jeden Fall nicht die Art von Seele, die Menschen haben, weil Tiere hier nicht durch diese Seelenaufgabe gehen. Tiere können nicht von einem Dämon besessen werden. Ja? Tiere müssen hier nicht diese tiefen Entscheidungen treffen, auf welche Seite sie sich stellen, ob vom Teufel oder von Gott, sondern sie haben Hunger und sie jagen aus ihrem Trieb raus. Deswegen, jetzt kommt die tiefe Frage. Haben Tiere eine Seele und wenn sie keine Seele haben, ja, und sie sterben und danach nichts passiert und sie nichts mehr wahrnehmen, sich an nichts erinnern können, haben sie dann überhaupt gelebt? Haben sie dann überhaupt existiert? Weil unsere Seele, die geht ja unendlich. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Sache, das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir nicht genau beantworten. Was ich weiß, dass Tiere nicht von Demons besessen werden können, also dass es für Tiere schon mal keine Hölle gibt, ja. Ja, was auch immer Milch ist, ob es jetzt ein Produkt ist, ein Sekret ist. Ja, von mir aus ist es ein Sekret, aber du trinkst es und ja, vielen Leuten gibt es was. Viele Leute schmeckt es halt, ne, was das jetzt auch immer ist.
Tiere haben keine Seele, Tiere sind immun vom Bösen. Ja, Tiere sind immun vom Bösen. Haben die Seele, haben die Tiere aber die gleiche Seele wie wir? Nein, weil sie keine Seelenaufgabe hier haben und weil sie keine tiefen Entscheidungen treffen müssen wie wir, ob wir in die Hölle gehen oder in den Himmel. Also was passiert mit Tieren? Dazu müssen wir das wissen, ne? Um wirklich zu sagen, du darfst keine Tiere essen, müssten wir wissen, was mit Tieren passiert nach dem Tod, ja? Und das weiß nur Gott. Und die kommen nicht in die Hölle. Vielleicht haben sie auch einen extra Himmel oder so, wer weiß. Ja, aber Hölle? Warum Hölle? Das geht ja nicht. Menschen sind keine Tiere, Bro. Ja, lass dich bitte von diesen ganzen Evolutionstheorien und so nicht in die Irre leiten. Also wir waren nie Tiere, wir werden auch nie Tiere sein. Ja, wir haben doch sowas in uns, was uns diese Klarheit gibt. Weißt du, so diese Menschlichkeit. Ja, also wir waren nicht Tiere. Was passiert mit dir nach dem Tod? Was denkst du? Nach dem Tod kommt man entweder in den Himmel oder in die Hölle. Ne? Also es gibt zwei Entscheidungen. Und wir entscheiden das halt, ne? Genau. Wir entscheiden das basically, wo wir hinwollen. Okay, Tiere sind bessere Menschen. Tiere, guck mal, da gebe ich dir irgendwo auch recht, ja, weil Menschen, die können von Dämonen besessen werden. Menschen können wirklich böse werden, ja. Bei Tieren geht das irgendwie nicht. Die handeln entweder nach Trieben oder die sind lieb, so, ne? Und guck mal, wo ist das noch so? Wo ist das noch so ähnlich, ja? Also ich will jetzt nicht Tiere damit vergleichen, aber wo ist das ähnlich? Bei behinderten Menschen. Ja? Oder habt ihr schon mal einen behinderten Menschen gesehen, der böse ist? Boah, das ist so deep, Mann. Ich denke nicht, dass behinderte Menschen in die Hölle gehen können. Ja? Ich glaube, Dämonen haben nicht Zugriff auf alles. Ja? Also Dämonen haben keinen Zugriff auf Tiere und auf behinderte Menschen. Ja? Deswegen ist die Frage, können behinderte Menschen überhaupt in die Hölle kommen, wenn Dämonen gar keinen Zugriff richtig auf die haben? Boah, tiefe Frage, oder? Vielleicht sind behinderte Menschen auch hier, damit wir sie gut behandeln, ja? So, und die haben sozusagen durch ihre Behinderung eine Freikarte so für den Himmel, ja? Ich will es nicht festlegen, aber kann ja sein, wenn behinderte Menschen schon nicht von Demons besessen werden können und nicht böse sein können, oder kennt ihr irgendeinen mit Down-Syndrom, der wirklich böse ist? Die sind doch immer so drauf, dass sie so gut sind. Weißt du, was ich meine? Vielleicht verweigert Gott den Dämonen den Zugriff auf behinderte Menschen. Weißt du, was ich meine? Und ohne da jetzt den Vergleich zu setzen, aber vielleicht ist es auch bei Tieren so, weil Tiere können ja auch nicht von Dämonen besessen werden. Weißt du, was ich meine, Bro? Deep, deep, deep. Ja. Selig sind die geistig Armen, denn sie werden das himmlische Reich erben. Ja, okay, ey, guck mal, Tiffany kommt direkt immer hier mit so krassen Bibelsachen. Mit so Bibelversen. Ne? Die haben doch ihre Challenge hier schon, ne? So, die haben, ne, ich muss es so klar sagen, die haben ihre Bestrafung schon bekommen, sozusagen, dass sie behindert sind. Ne? Ich muss es so klar sagen. So. Wer weiß, was Gott mit ihnen macht, dafür, dass sie da durchgehen mussten, durch ihre Behinderung. Guck mal, was es für krasse Behinderungen gibt, ja? Es gibt Behinderungen, da kannst du dich nicht mal bewegen und so ein Shit. Dang, Bro. Ich denke schon so, entweder, also die müssen, die kommen entweder automatisch in den Himmel, würde ich vermuten, oder die müssen auf jeden Fall nicht dafür viel für tun, dass sie in den Himmel kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich trinke manchmal Wein. Wein trinke ich manchmal. Ist auch nicht so oft, so nicht zur Besinnungslosigkeit, ja. Jesus war nicht gegen Tattoos, du kannst was nicht sagen. Was hat Jesus auch gemacht? Meine Mission ist es, dass Leute die Wahrheit erkennen und dass sie nicht so mit diesem Matrix-Shit in Verbindung stehen, ja? So wie du, fühl dich bitte nicht angegriffen, aber guck mal, du redest so sehr über Tiere, ja? Es gibt immer Themen, ja, die der Teufel auch in die Welt setzt, die dich ablenken können. Guck dir die militante Veganerin an. Wenn du wirklich so dieser Seite, ja, so viel Energie gibst, dann kann die dich auch zerstören. Weißt du, was ich meine? So wie alles.
sowie auch meine Sachen, die ich gehabt habe und andere böse Sachen und sowas alles, ja, aber wenn du einer Sache, einer weltlichen Sache zu viel Aufmerksamkeit schenkst, so wie Tiere stehen jetzt on top, dann kann der Devil, der kann dich dann in einer Illusion behalten, bis du stirbst. Und das ist halt schade, weil du die ganze Zeit denkst, ich habe was Gutes gemacht, ja, ich habe mich für Tiere eingesetzt, aber die Wahrheit ist, dass du mit guten Taten nicht ins ewige Himmelreich kommst, sondern nur durch die Erlösung von Jesus. Ja? Oh, Patrick, also mein Friseur, was der hauptberuflich macht. Bruder, du hast nicht mal, sorry, ne, ich will nicht, ich kann nicht so, nein, ich urteile jetzt nicht über dich. Aber guck dir einfach mal meine Hairline an. Ja, genau, wie Kinani. Tiere, die spüren den Schmerz, auf jeden Fall. Ja, safe. Deswegen ist das eine sehr gute Frage von dir, ja? Wie das mit Tieren aussieht. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ja, mein Lieblingsbibelvers, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, hast du mich auch korrigiert. Dass Jesus, so ähnlich, dass Jesus die Welt Jesus gehasst hat, ja, denkt daran, wenn ihr gehasst werdet, die Welt hat mich zuerst gehasst, ja. Das ist mein Lieblingsvers, weil ich wurde auch gehasst von tausenden von Menschen. Jetzt werde ich immer noch gehasst, weil ich über Jesus rede. Früher wurde ich gehasst, weil ich über Shit rede, ja. Ich werde immer gehasst, ja. Immer daran denken, Jesus wurde als erstes gehasst, ja. Du brauchst dich entschuldigen, du brauchst dich für gar nichts entschuldigen, Tiffany, ja? Yes, sir. Okay, ja, Tiere sind unsere Gefährten und Freunde. Deswegen, das ist eine sehr gute Frage. Dazu müssen wir halt wissen, was mit Tieren passiert nach dem Tod, ja? Okay, ey, ich küsse euer Herz. Ich gehe jetzt noch ein bisschen einkaufen, und zwar... Diese kann nicht drehen. Das checke ich nicht ganz. Ich gehe gleich da noch einkaufen. Seht ihr? Kennt ihr die Marke aus Deutschland? Davon gibt es so manche Sachen in Deutschland. Ich finde Deutschland so Lidl oder so. Ich finde Deutschland hat leider ein paar Trash-Sachen davon. Aber hier gibt es riesige Auswahl. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, nenn mich mal weiter Heuchler, ja. Verurteil mal, so wie du es jetzt auch getan hast, wie du jetzt eine Stunde lang mich Judas genannt hast. Mach das mal weiter, ja. Und dann frag dich nochmal, ob Jesus dich liebt, weil, obwohl du andere Menschen verurteilst, Jit. Trader Joe's Ja, Mann. Jesus ist Lord, du weißt, was das ist. Einfach ignorieren, er wird sehen im Fegefeuer. Ey, ich wünsche ihm nicht, ey. Der soll mich beleidigen. Der soll von mir aus meine ganze Familie beleidigen, ja. Der soll aber bloß nicht in die Hell gehen. Auf keinen Fall, Bro. Bitte nicht. Ja. Egal, was er getan hat oder sonstiges. Er soll bitte nicht in die Hölle gehen. Niemals diese. Egal, er soll alles beleidigen von mir. Er soll mein ganzes Leben beleidigen, ja. Ihr sollt mein ganzes Leben beleidigen. Aber ihr sollt bitte nicht in die Hölle gehen, ja. Okay, Jets, wir sehen uns.